Wow, cool. Da hinten geht die Sonne unter. Zeige ich das mal. So, ich werde heute in den Wald gehen, kurzen Overnighter machen und morgen werde ich meine Challenge drehen. Jo, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Heute Abend, ja, übliches Programm. Bisschen was grillen, schönen Abend haben. Wenn ihr Bock habt, bleibt doch dran. Würde mich freuen. So, los geht's. Guten Morgen. Es ist jetzt kurz vor 7. Die Sonne dürfte gleich aufgehen. Ich habe gut geschlafen. Und rund um mein Waldstück hier ist auf der Wiese ist richtig Frühnebel. Das sieht richtig geil aus. Ich muss gleich mal gucken, ob ich das mal aufnehme. Frühstück. Hab leider meinen Spork zu Hause gelassen. Und muss ich mir erstmal was schnitzen. Heute Morgen, wie üblich bei mir im Wald, Rührei. Aber ich hatte ja noch ein Brötchen. Und eine Bratwurst über. So, Leute. Das mein Feuerchen geht so langsam aus. Ich habe jetzt gerade noch einen Kaffee getrunken, mein Zeug zusammengeräumt. Und jetzt möchte ich mich erstmal bei euch bedanken für 600 plus Abonnenten. Das ist der absolute Wahnsinn, wirklich. Ich habe nie damit gerechnet, dass das überhaupt so weit kommt. Ich habe den Kanal auch nie dazu gemacht, dass ich viele Abonnenten habe. Mir hat es einfach Spaß gemacht, euch mitzunehmen, euch zu zeigen, was ich so im Wald mache. Und mit Olaf zu kochen ist immer wieder das Mega-Event. Das macht immer wieder richtig, richtig Spaß. Naja, und dass das so vielen Leuten da draußen gefällt, das ist einfach nur ein Geschenk. Das ist ein Geschenk von euch an mich. Ja, vielen, vielen Dank. Und ich habe eine kleine Challenge für euch. 600 plus Abonnenten-Challenge. Total einfach. Ihr könnt sehen, das Gleiche, was ich im Moment oder was ich gestern und heute gemacht habe. Zeigt mir einen Platz, an dem ihr gerne seid, ein Happy Place von euch. Und
Wenn der eine Feuerstelle hat, wäre es mega geil und schickt mir die Koordinaten per PN. Das ist die Challenge, ganz einfach. Ja, weil ich finde das einfach toll, draußen zu sein, einfach eine Nacht im Wald zu verbringen. Ja, das beruhigt mich einfach. Es ist einfach geil. Kochen, richtig lecker essen, einfach auszuspannen und sich einfach auf sich selbst konzentrieren. Finde ich toll. So, aber jetzt, was gibt es zu gewinnen? Es gibt für alle das Gleiche zu gewinnen. Ich schwenke einfach mal rüber. So, was ist das jetzt im Einzelnen? Also, es gibt für jeden eine Ernesto Eisenpfanne. Ihr wisst, ich koche gerne draußen. Das Thema ist auch heute Kochen. So, da man ja auch nicht kochen kann ohne Gewürze, gibt es von mir zusammengemischten, das ist Zitronenpfeffer. Dann gibt es von mir selbstgemachtes Kräutersalz. Und einen Steak Rub von mir. So, dann habe ich für jeden von euch, also für drei Leute, fünf Heringe. Das sind hier so ganz leichte Aluminiumheringe. Ist nichts Besonderes, aber ich finde die richtig geil. Die sind nicht schwer, die sind sehr leicht und die funktionieren gut. Da man diese Heringe ja nicht einpacken muss, habe ich für jeden von euch noch eine Tasche genäht. Zack. So. Und dann gibt es noch ein Stück Kienspan an der Schnur. Habe ich auch selbst gesammelt. Noch hier so ein Knotenleerkunde von Marc. Könnt ihr euch angucken. Einen kleinen Ledersack. Ups. Für Zundermaterial. Da ist auch schon Zundermaterial drin, da ist so ein Anzünder, wenn mal gar nichts geht. Und natürlich Birkenrinde drin. Die habe ich auch selbst gemacht. Dankeschön Alex für das Zeigen, wie das geht. Das fand ich richtig geil. So, dann gibt es für jeden 5x5 Meter Fallschirmschnur, das ist auch Fallschirmschnur von englischen Fallschirmen. Und solche Mini-Karabiner. Ich weiß nicht, also ich finde die Dinger mega geil. Die sind so ganz klein, da kann man irgendwelche Sachen am Rucksack dran tüdeln und so. Fand ich auch richtig geil, die habe ich mal irgendwann bei meinem freundlichen Chinesen gefunden. Und seitdem habe ich die und ich finde die echt toll. In vier Farben, jeweils zwei Stück. Und noch fünf leere Fotodosen. Ich benutze die Fotodosen im Moment, um mir meinen Kaffee da drin zu machen. Also ich benutze keinen 3+1 mehr, sondern ich benutze so einen Instant-Kaffee und mache mir da Zucker rein und mache das alles fertig hier rein und dann kann ich das immer benutzen. Ist preisgünstiger und ich weiß, was für ein Kaffee drin ist. Und vor allem, ich kann den so stark machen, wie ich den haben will. Das ist eigentlich der Hauptgrund. So. So sieht das aus. Für jeden von euch eine Pfanne voll Zeug. Jo. So, okay, ich habe euch gesagt, was ihr für die Challenge tun müsst. Ich habe euch gezeigt, was es zu gewinnen gibt. Wie lange geht die Challenge jetzt? Jetzt haben wir den 10. September, Oktober, November, Dezember. Dann sagen wir doch 10. Dezember 2016 ist Einsendeschluss. 3 Monate, dann habt ihr auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Okay, gut. Mitmachen kann jeder. Einschränkungen gibt es nicht. Sind keine Sachen dabei, die irgendwie 18 Jahre erfordern. Also kann jeder mitmachen.
Und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit, mit den Sachen. Ich habe den Spaß. Alle Sachen, die ich hier habe, habe ich auch selbst. Da ist nichts dabei, wo ich jetzt irgendwas gekauft habe für die Challenge oder so. Ich benutze das alles selbst. Die meisten Sachen davon, also die ich selber machen konnte, habe ich selbst gemacht. Ja, und das wollte ich noch dazu sagen. Ich konnte die meisten Sachen nur selber machen, weil es euch, weil es die Community gibt. Ich habe so viel wirklich gelernt durch die Community. Ich habe gelernt, wie man Kienspan sucht. Ich habe ganz viel gelernt, wie man irgendwelche Knoten macht. Ich habe gelernt, wie man hier so einen Ledersäckel macht. Von den Rezepten ganz zu schweigen, da habe ich ganz viel von Olaf auch gelernt. Ich habe bei euch diese, ich habe das Nähen durch das Buschkraften gelernt. Ich konnte das vorher nicht. Aber hey, ich fand es einfach cool, sowas selber zu machen. Und diese Sticks, die da drin sind, diese Heringe, die habe ich bei euch auch gesehen, bei ganz vielen Videos. Fand ich auch super geil. Deswegen verschenke ich nur Sachen, die ich selber richtig cool finde. Ich hoffe, euch gefällt das auch. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen aufklären, alles so hinterlassen, wie es war. Hier war gestern so sauber. Das muss wieder genauso sein, wenn ich gehe. Und ja, ich wünsche euch alles Gute. Ich freue mich auf eure VAs und sag tschüss, bis zum nächsten Mal im Wald. Geschenke.